willkommen bei Telmere. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal wieder ein Video, was koche ich heute? Dinge, die schnell gehen. Ja, ich habe hier 4 Hähnchenschenkel, wie ihr sehen könnt. Habe die einfach nur mit ein bisschen Geflügelgewürz, etwas Thymiansalz, etwas Pfeffer so ein bisschen eingerieben, ja, so wie ihr sehen könnt. Und jetzt kommen noch Knoblauch, 2 Stück. Habe ich hier, schneide ich einmal durch. So, 2 Knoblauch hier mit rein. Und gebe noch mal so eins mit rein. Also, so, eben einmal abpellen, ja. So, Hähnchen ist immer super, das geht immer flott. Es geht immer rucki-zucki. So, ich steche da einmal mit dem Messer rein und verrübe das einmal hier so das Blech, damit das ganze Blech so ein bisschen den Knoblauchgeschmack bekommt. Ja, mache ich das. So. Genau. Zeige ich euch das nochmal. Einfach nur hier so. Ja. Jetzt riecht alles nach Knoblauch, ja? So, natürlich Olivenöl, Backofen anmachen und jetzt kriege ich das doch nicht auf hier. Was ist? Ja. So. Und schön Olivenöl reinmachen hier. So. Ja, etwas, was wieder flott geht. Dazu mache ich einen Kartoffelsalat und ja. So ein bisschen hin und her schwenken. Und das kommt jetzt schon so in den Backofen. Wie gesagt, etwas, was schnell geht. Ich habe das jetzt auf Ventilator gemacht und auf 180 Grad. Mal schauen. Ansonsten stelle ich das gleich höher. Das kann man dann mal sehen. Ja, gestern habe ich schon Pellkartoffeln gekocht und sind auch schon abgepellt. Ja, die hatte ich über Nacht im Kühlschrank und habe gedacht, mache heute einen Kartoffelsalat, ja. Ich glaube, ich komme mal etwas mehr so dazu hier, damit ihr das besser sehen könnt. So, ich habe mir ein Rezept rausgesucht und zwar habe ich hier für meine Woche und da steht drin, ist am Laden, dauert ein Momentchen. Irgendwie sonntags geht der WLAN immer so ein bisschen lahm, würde ich mal sagen. Ja, erneut versuchen, machen wir. Versuchen wir es nochmal. Da haben wir es. Kartoffelsalat. So. Wir legen dann auch sofort los, starten. Und zwar brauche ich als erstes 700 Gramm Wasser. So, auf 0 stellen und 700 Gramm Wasser. Ah, Moment, das ist ja für, wenn man die Kartoffeln noch kochen will. Ich habe sie ja schon gekocht. Also, dann gehe ich doch mal auf weiter. So, das brauche ich nicht machen, das habe ich ja schon gemacht. So, also, Wasser wieder raus. So, dann haben wir das jetzt umsonst gemacht. Also, wir brauchen als erstes 2 Zwiebeln. Die werden wir dann erstmal schälen. Und zwar schneide ich da immer einmal so halb, das heißt quer durch. Und dann kann ich das immer hier so richtig gut abziehen hier. So, habe ich auf einmal, habe ich dann hier die ganze Schale. Das geht immer ganz gut und so habe ich die Zwiebel immer ganz schnell geschält. Einmal nur hier so quer, passe dann da an und schon ist meine Zwiebel geschält. Normal klappt es immer, manchmal auch nicht, je nachdem. So, ein flottes Essen heute mal wieder. Und mal wieder ein anderes Video.
Ich habe gesehen, das ist ganz gut angekommen so. Ich denke, ihr habt das schon mitgekriegt, dass mir das so gefällt, so ein bisschen immer auszuprobieren. Immer mal ein anderes Video einfach. So, wir halbieren die Zwiebel. So, hier auch. Einmal halbieren. Ja. Und rein. Ja, Deckel drauf. Und das lassen wir für 5 Sekunden auf Stufe 5. So, ich habe es schon gemacht. Jetzt schieben wir natürlich das Ganze wieder erstmal nach unten. Super, ne? Innerhalb kürzester Zeit alles wieder klein gemacht. So schnell an die Seite geht, sonst hier tränen wieder die Augen. 150 Gramm Garflüssigkeit habe ich nun mal nicht. Ich habe jetzt nur hier das Wasser. 150 Gramm. So, was mache ich da? Ich tue einen Teelöffel von der Gemüsebrühe rein. Die hole ich mal. So, dann nehme ich da einen Teelöffel von. Hoffentlich ist das nicht schon zu viel. Aber wir werden sehen. So, 50 Gramm Weinessig. Scheint mir ein bisschen viel zu sein, aber machen wir mal. Hätte auch Apfelessig nehmen können. Ein Esslöffel Senf. So, ich habe hier mittelscharfen Essig. Ein Esslöffel davon. Ja, komme ich gar nicht rein mit dem Esslöffel. Dann nehmen wir mal so einen kleinen Löffel und mache ich jetzt auch leer. Ist nicht mehr viel drin. Ist nur noch so ein bisschen drin hier. Ja, das Gute ist, wenn man die Kartoffeln einen Abend vorher gekocht hat, dann dann geht das ja auch ruckzuck. Das Hähnchen im Backofen ist schon am Kochen, am Braten. Das müsste reichen. Ein Teelöffel Salz. Wo habe ich das Salz? Ja. Ein Teelöffel. Und leer ist es. Und etwas Pfeffer. Wo habe ich meinen Pfeffer? Habe ich hier. Und ein Esslöffel Zucker. Quatsch, ein Teelöffel. Ein Teelöffel. Ich glaube, ein Teelöffel. Ich nehme das so ein bisschen Pi mal Daumen. Ich gehe mal zurück. Ein Teelöffel Salz, ein Esslöffel, doch, das war richtig, ich habe schon gedacht, ich hätte einen Teelöffel Senf nehmen müssen. Aber es wäre auch nicht die Welt gewesen, da wir ja sehr gern scharf essen. So, 80 Gramm Öl. Ich nehme wieder Olivenöl, das ist ja mein Öl, was ich immer nehme. 80 Gramm, das kann noch ein bisschen dauern. Jetzt haben wir es aber. Hat ein bisschen gedauert, aber weil das kommt so langsam bei mir raus, ja. So, wir schließen dann einmal den Mixtopf. Aber das möchte ich euch doch auch mal zeigen hier, ja. So, dass mir nichts rausfällt. Ich schiebe das nochmal so ein bisschen alles nach unten. Und das lasse ich für 3 Minuten 100 Grad auf Stufe 3. Somit kann man hier schon mal wieder ein bisschen ordentlich machen. So. Alles wegpacken. Salz, Pfeffer, Thymian, alles wegpacken. So. Und ich muss natürlich jetzt die Kartoffeln, die ich ja schon vorgekocht hatte. So, der Thermi ist hier weiter am Kochen.
Ja, so schnell bin ich gar nicht, wie, wie er das fertig macht. Und die Kartoffeln schneide ich jetzt so in Scheiben. Und das wird dann sofort mit der Flüssigkeit, sofort die Flüssigkeit in den Kartoffeln geben. Und das muss mindestens 30 Minuten ziehen. Und das machen wir doch mal. Ja, ich denke in 30 Minuten, ja, mein Hähnchen scheint auch schon so ein bisschen Farbe anzunehmen. Kann ich euch mal zeigen. Ja, nehme euch mal mit hier einmal. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Aber ich denke, es nimmt schon Farbe an. Ja, was ich machen werde, ist, ich werde eine rote Paprikaschote noch mit reinschneiden. Die habe ich schon da vorbereitet. Die habe ich schon hier. Die tue ich auch mit rein. So ein bisschen Rohkost mit dabei. Und die letzte Kartoffel jetzt. Und wie ich schon gesagt habe, gebe ich hier auch noch Paprikaschote mit dabei. Da hole ich hier das Weiße einmal raus. Ja. Wo habe ich denn hier meinen Zwiebel? Und gebe das in kleine Würfel. Ich finde, das sieht besonders gut aus dann, ja, gelb und rot. Könnte noch eine grüne dazu geben, aber das mache ich jetzt nicht. So, dann haben wir das schon mal. Ich tue mal weg. Einmal Hände waschen kurz und weiter geht's. Und zwar habe ich noch eine Zucchini und dann nehme ich jetzt mal mein, eigentlich wollte ich es eigentlich reiben, dann mache ich das auch. Ich werde das mit einem Gerät, was ich habe hier, das habe ich mal vom Kramer gekauft, sowas hier. Da mache ich dann auch noch mal die Zucchini mit rein. Ich kann euch dann gleich mal zeigen, wie fein das gerieben wird. Also wenn ihr Reste habt von irgendwas, dann einfach alles immer mal mit reinmachen, ja? So. Das war's schon. Das geht wirklich super schnell. Super, super schnell. Dann zeige ich euch das mal. Ja, das ist wirklich richtig Hammer. Richtig Hammer. Von den Farben her sieht es auch super aus. Ja, so, das packen wir mal an die Seite. Und das kommt auch mal weg. Ich finde das immer schön, wenn man dann alles immer sofort wegpackt, ja, damit man hier nicht immer so viel rumfliegen hat. So, weiter geht's. Ah, ah, das riecht ja richtig, richtig Hammer. Die ich dann hier auch so reinmachen werde. So. Alles rausholen. So, alles rausholen und das muss jetzt 30 Minuten ziehen. Werde das dann einmal so ein bisschen umrühren, ja? So ein bisschen. Ja, dann können wir uns das ja gleich schmecken lassen. So, das stellen wir an die Seite. Ich werde das
das geht hier. Ja, das geht. Also diese Dinger sind echt super, ja. Immer wieder verwertbar. Gibt es in verschiedenen Größen. Ich muss keine Folie mehr kaufen. Das finde ich schon toll. So, das legen wir erstmal an die Seite. Und jetzt hole ich doch mal einmal mein Hähnchen aus dem Backofen raus. Ja, es brutzelt und brutzelt und brutzelt. So, einmal umdrehen. Wo habe ich denn meine? Meine, hier ist es. Hier, meine lange Gabel. So, ich drehe das jetzt mal einmal um. Und lasse das dann auch noch mal von der anderen Seite so ein bisschen braun werden. Also es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich steche da mal einmal ein. So. Und lass es noch mal so 20 Minuten in dem Backofen. Denke ich mal, wird das noch dauern. So, ich stelle es mal jetzt auf 200 Grad. Ja, ihr seht schon, ich habe hier Apfel, Banane und eine Orange und was nehme ich noch? Ein paar Weintrauben. Da mache ich dann noch mal so einen Obstsalat, ja? Sag ich mal so Obstsalat. Ja, ich denke dann was Gesundes als Nachspeise. Ja. Oh, das Messer schneidet überhaupt nicht. Nimm doch mal das andere Messer. Schneide ich mal durch und hole hier das Weiße so raus hier von der Orange. Hier. Und schneide das etwas klein. Ihr seid heute ein bisschen weit weg, aber heute mal wieder ein anderes Video, dass man, ja, einfach ein anderes Video. Ja, könnt mir auch mal schreiben, was ihr so kocht, was ihr so macht. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich mal verfilmen soll. Würde ich auch gerne mal machen, was euch so interessiert. Mehr oder weniger interessiert. So, dann die Banane. Halbiere ich einmal und schneide ihn. So in Scheiben. Ich muss schauen, wie viel das ist, ob ich da noch mehr machen muss, weil heute sind wir nur 4 Personen, ansonsten sind wir immer mehr. So, dann mal eben den Apfel schälen. Diese Schildinger, die sind immer am allerbesten. Da habe ich vom Kramer gekauft damals, hat kaum was gekostet und sind super scharf. So, das schneide ich dann auch mal klein und ich denke, ich muss da bestimmt noch eine Banane reinmachen. Das wird wohl ein bisschen wenig sein. So, ich habe jetzt noch eine Banane reingetan und noch eine Orange hier. Schneide ich noch klein. Ja, und auf Italienisch heißt das Macedonia di frutta.
So. Die Apfelsinen, die sollte man so filetieren. Muss man nicht unbedingt, aber kann man, wenn man möchte. Ha, ich konnte das gar nicht sehen, wenn ich das hier so schneide. So, hier habe ich dann noch ein paar Weintrauben. Die werde ich dann einfach so reinmachen. Einfach nur. Weil die sind auch super klein und die Haut ist auch wirklich die ist ziemlich dünn, die Haut. Also das ist. Kann man. Gut essen, obwohl das jetzt nicht so die Zeit ist. Aber schmecken super. So, das war's. Jetzt eben aufräumen. So, ich habe hier eine Zitrone. Da kommt ein bisschen. Ich muss euch das unbedingt zeigen. Das sieht so toll aus von den Farben. Bisschen Zitrone rein. Und ich habe hier Ahornsirup und dazu Ahornsirup schmeckt Bombe, Bombe, ich sag euch, super, super, super lecker schmeckt das, wirklich. Und ich übertreibe nicht, also wirklich. Da werde ich auch trotzdem noch ein bisschen reinmachen. Ich rühre das Ganze jetzt hier um. Euch. So. Freue mich dann mehr auf den Obstsalat. Ja, auf Deutsch heißt das ja, glaube ich, Obstsalat. Und das kann jetzt auch noch mal so ein bisschen durchziehen. So, wenn wir das abdecken. Nochmal. Wenn das bleibt, heißt es, müsste bleiben. Ja, und schon haben wir Essen fertig. Ich habe jetzt den Backofen gerade mal noch mal etwas höher gestellt. Und zwar habe ich den auf 220 Grad gestellt. 220, 230 Grad. Da das jetzt schon gar ist und ich möchte es nur ein bisschen brauner haben. Ja, das war's schon und gleich wird aufgetischt. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, so, es ist alles fertig. Hier ist unser leckerer Kartoffelsalat. Ich habe probiert, der schmeckt wirklich super lecker. Und natürlich die Hähnchen, die wirklich gar keine Arbeit waren, einfach im Backofen rein. Und hier ist unsere Nachspeise. Und zwar, wie heißt das nochmal, Dudi? Macedonia di frutta. Macedonia di frutta. Ja, ich hoffe, ich habe euch mal eine kleine Idee gegeben, wie man Rucki-zucki schnelles Essen vorbereiten kann mit einer leckeren Nachspeise. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Rezept. Ach, und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Tschüss.